Willkommen in Kortrijk, willkommen auf der Buzzworld 2017. Ein klein wenig ist das Datum mit Wehmut versetzt, ja, weil in diesem Jahr ist es zum letzten Mal hier in dem kleinen belgischen Städtchen. Ab 2019 findet die Messe in Brüssel statt. Ich beginne den kleinen Messerundgang in diesem Jahr am Stand von Scania. Scania ist ja bekannt für seine alternativen Antriebsformen. So steht hier zum Beispiel hinter mir ein Stadtbus, der mit Gas betrieben wird. Ich kam eben aus einem Cityride LF Electric, ein Fahrzeug, was in dem Fall per Pantograph geladen wird, also schnell ladefähig das Fahrzeug. Natürlich kann aber auch per Plug-in und Overnight Charging geladen werden. Hier jetzt zu sehen ist der Interlink, ein Hybridfahrzeug, also durchaus Scania zeigt, wie vielfältig es in Sachen Antriebsform unterwegs ist. Nicht ohne Grund habe ich einen grünen Einstieg gewählt für den kleinen Messerundgang, denn Kortrijk ist auch immer oder in den letzten Jahren immer stärker eine Messe geworden, wo die Hersteller gezeigt haben, wir können auch elektrische Fahrzeuge, elektrische Busse bauen. Allerdings ein kleiner Unterschied in diesem Jahr. Bisher kamen ja die elektrisch gezeigten Fahrzeuge nicht wirklich über einen Prototypenstatus hinweg. Das hat sich jetzt geändert. Immer mehr Kommunen, immer mehr Städte ordern auch größere Fahrzeugmengen, beispielsweise Eindhoven, und sammeln somit wertvolle Erfahrungen. Ja? Und das ist so ein Trend, der ist zu beobachten. Elektromobilität ist ein wichtiges Thema und es kommt halt langsam auch in die Praxis. Daneben allerdings sind natürlich nach wie vor hochaktuell die konventionellen angetriebenen Fahrzeuge, also der Dieselmotor. Ja? Und hier ganz besonders hervorzuheben, diese große Anzahl von Weltpremieren auch im Reisebusbereich. MAN, Neoplan, Setra, Mercedes-Benz haben ganz spannende Fahrzeuge auf dieser Messe und die werde ich auch gleich alle zeigen. Es wird ein etwas kürzerer Rundgang diesmal, dafür aber auch hochaktuell. Die Messe hat ja heute erst begonnen und vielleicht ist es eine Anregung für den einen oder anderen, doch noch kurzfristig hier nach Belgien zu reisen und sich einmal umzuschauen auf einer Messe, die wirklich spannend ist. Und ich würde sagen, wir fangen mit Mercedes-Benz an. Mercedes-Benz hat im Grunde drei Neuheiten hier. Einmal den kleinen Sprinter City 45, das war ursprünglich ein Sprinter City 35, ein Rechtslenker aus dem britischen Markt. Jetzt ist es ein Fahrzeug auch für unseren Markt. Daneben steht der Mercedes-Benz Citaro Hybrid. Das ist eigentlich so eine Art Mini-Hybrid und das ist ein normaler Dieselantrieb bzw. Gasmotor, was auch immer der Kunde wünscht. Und der wird unterstützt durch einen kleinen Elektromotor. Das ist ursprünglich ein Anlasser, der jetzt zum Anlassergenerator gewandelt wurde und in Verbindung mit Supercaps einfach mal dem Diesel sozusagen gerade bei Beschleunigungsfahrten noch ein bisschen mehr Dampf macht, ein bisschen mehr Beine macht. Ja? Also durchaus eine Geschichte zum Thema Kraftstoff sparen, ein bisschen effizienter werden. Dahinter stehen zwei Fahrzeuge, der silberne und der grüne. Das ist der neue Mercedes-Benz Turismo. Ein ganz spannendes Fahrzeug. Es ist vollgestopft bis um das Dach mit jeder Menge Technik. Und wir haben also nicht bloß den Active Brake Assist 4, das heißt also, das ist nicht nur ein Notbremsassistent, der auf stehende Hindernisse bremst, sondern der erkennt eben auch Personen, Menschen, Kinder, was auch immer sich vor dem Fahrzeug befindet und kann entsprechend den Fahrer warnen und das Fahrzeug auch abbremsen. Ansonsten werden wir diese Fahrzeuge, den neuen Mercedes-Benz Turismo, natürlich noch auf BusTV ausführlich vorstellen. Auf jeden Fall sei gesagt, Mercedes-Benz Kortrijk 2017, ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall, wirklich interessante Neuigkeiten. Das absolute Highlight bei Setra am Strand ist natürlich der neue Doppeldecker, der Setra S531 DT. Und der hat wirklich alles an Bord, was man sich beim Doppelstockbus wünscht, inklusive einen sogenannten Abbiegeassistenten. Also der erkennt Objekte oder Personen oder Fahrradfahrer oder Verkehrsschilder im sogenannten toten Winkel. Das heißt, gerade beim Fahrzeug dieser Länge ist es eine wirklich tolle Sache. Der hat natürlich auch andere Geschichten drin, der hat Voll-LEDs, Scheinwerfer, der hat ein überarbeitetes Cockpit, einen neuen Fahrerarbeitsplatz. Also auch hier kann man sagen, Setra S531T, die Weltpremiere in Kortrijk 2017. Es lohnt sich ein Besuch. Volvo seit Jahren sehr engagiert beim Thema Elektromobilität, Elektrobusse im Stadtverkehr. Göteborg hat ja mit Electricity eine Vorreiterrolle eingenommen. Und dort verkehren sowohl vollelektrische als auch
Hybridbusse im Stadtverkehr. Hier hinter mir steht der Volvo 7900. Das ist eine neue Generation des 7900 Electric. Der hat jetzt die Möglichkeit, nicht nur über Pantographen geladen zu werden, sondern es besteht auch die Möglichkeit des sogenannten Depot- oder Overnight-Charging, also in der Nacht kann ich laden. Dazu ist der Bus modular ausgestattet, was die Batterien betrifft. Es gibt sowohl 150, 200 oder 250 Kilowatt Batterien. Bei der größten Batteriekapazität dann ist eine Dachladung nicht mehr möglich. Aber wie gesagt, das Fahrzeug ist frei konfigurierbar. Ja, also damit beschreitet Volvo ein wenig einen anderen Weg und hat ja bisher immer gesagt, wir machen eigentlich nur immer die Pantographenladung und sagen jetzt, nee, wir sind für unsere Kunden ein klein wenig flexibler geworden. Wollen wir mal sehen, wie sich das Fahrzeug dann in der Praxis bewährt. Ein schöner Rücken kann auch entzücken. Das gilt sicherlich ganz besonders für einen spanischen Bushersteller. In diesem Fall ist es Irisa. Und Irisa, wir stehen nicht ohne Grund vor diesem Fahrzeug. Hier hinter mir ist nämlich ein Irisa i8. Und der i8 ist etwas ganz Besonderes. Er wird nämlich der Coach of the Year 2018. Anfang September dieses Jahres hat ja die internationale Jury Bus & Coach of the Year 5, 6 Fahrzeuge getestet und einer der Kandidaten war halt dieser Bus hinter mir und das Endergebnis hat halt dazu geführt, dass jetzt die Spanier sozusagen stolz wie Spanier sein können und sich mit dem Titel Coach of the Year 2018 schmücken dürfen. MAN zählt sicherlich in diesem Jahr auf der Busworld 2017 hier in Kortrijk zu den ganz besonderen Höhepunkten. Kein Wunder, denn hinter mir steht da der neue Star, der Lions Coach. Das ist ein überarbeitetes Fahrzeug, quasi fast ein neuer Bus. Schon alleine die Optik spricht ja Bände, neue Bilder, neue Formen, neue Scheinwerferpartie. Die Frontpartie ist neu gemacht, spektakulär auch das Tagfahrlicht, das LED-Tagfahrlicht sieht man jetzt hier zwar gerade nicht, aber ich kann Ihnen versichern, es ist eine wirklich angenehme Geschichte, eine tolle Geschichte, wenn sich das Tagfahrlicht mit dem Blinklicht sozusagen abwechselt. Dann der Innenraum ist wirklich sehr, sehr gut erneuert worden, sehr frisch, sehr hell geworden, neue Farbsprache jetzt im Innenraum. Das gleiche gilt für den Fahrerarbeitsplatz, auch der wurde rund erneuert, es gibt viel mehr Ablagen. Die ganzen Geschichten, Bedienelemente, Panels, Knöpfe, Taster sind jetzt noch ergonomischer angeordnet. Und gut, das Fahrzeug war auch sonst schon ein Stückzahlenbringer. Und ich bin gespannt, wie sich dieses Fahrzeug, der MAN Lions Coach, zusammen mit seinem Geschwisterkind, ja, dem neuen Neoplan Tourliner, schlagen wird. Ich räume jetzt mal beiden Fahrzeugen sehr gute Chancen auf dem europäischen Gesamtmarkt ein. Ein weiterer Höhepunkt steht bei Neoplan, nämlich ein Neoplan Skyliner. Der wurde innen drin ganz schön nochmal überarbeitet. Wir haben jetzt ein fast durchgängiges Glasdach, also von vorn bis hinten mit kleinen Segmenten unterteilt. Aber schon da ist der lichte Eindruck nochmal spektakulär neu. Dazu kommen ja auch die Seitenlichter, die Oberfenster sozusagen an den Seiten, von denen sogar die Fahrgäste, die am Gang sitzen, profitieren. Also der Blick nach oben weitet sich. Dann wurde der Fahrerarbeitsplatz ein bisschen verlängert nach hinten, nämlich um 4 cm. Ist nicht viel, aber ich bin 1,88 m und für mich reicht der Arbeitsplatz völlig aus. Auch die Innendecke im Unterdeck wurde erneuert, klarer strukturiert. Wir haben neue Materialien rund um den Fahrerarbeitsplatz. Insgesamt auch ein sehr hochwertiger Ausbau vom Bus Modification Center in Plauen vom BMC, ist ein Kundenfahrzeug, also ein Besuch in diesem durchaus exklusiven, ich nenne mal Bistro-Fahrzeug, lohnt sich. Ja, und ansonsten sind Themen wie ÖPNV, auch wo geht es denn hin bei MAN, sicherlich im nächsten Jahr werden wir mehr sehen, auch in Sachen elektrischer Stadtbus. Bis dahin gedulden wir uns noch ein wenig, aber insgesamt MAN und Neoplan zeigen, wir sind Bus, wir können Bus. Naja, und wenn man sich mal die Farbe von diesem Fahrzeug anguckt, dann sagt man, auch bei MAN hat der Mut, sagen wir mal, zur Aufmerksamkeit, zum Auffallen Einzug gehalten.
Eine Buzzworld ist natürlich in erster Linie eine Messe der Fahrzeuge. Aber was wäre ein Reisebus, was wäre ein Stadtbus, wenn es keine Stoffe geben würde? Und hier stehe ich am Stand von Camira. Camira ist ein britischer Stoffhersteller, ein Hersteller mit großer, mit langjähriger Tradition. Er ist stark in der Produktion von Möbelstoffen, aber eben auch sehr stark in der Produktion von Transportstoffen. Und heute hat mir gerade ein Vertreter von Camira gesagt, haben sie einen Buzzworld Award gewonnen, und zwar einen Innovationspreis für einen neuen Stoff, für eine neue Stoffart. Wired nennt die sich, ja, und es geht um eine ganz bestimmte Schlaufentechnologie. Und diese Schlaufentechnologie herzustellen, zu weben, da ist nicht jeder Stoffhersteller in der Lage zu, aber Camira beherrscht das System sehr gut. Wir haben ja in der Omnibus-Revue schon öfter über Camira berichtet und auch der Stand hier auf der Buzzworld ist durchaus sehenswert. Also, falls noch Zeit ist, hier vorbeizugehen, ich denke, auch der deutsche Vertreter Daniel Frede freut sich mal über einen Besuch.